Kerstin Buchmann, geboren 7. Juni 1984 in Weißenfels, wohnhaft in Köln, ledig Kunststudentin. Die Angeklagte betrat am 20.11.2007 gegen 18 Uhr das Arbeitszimmer ihres Ziehvaters Werner Zeiler in dessen Wohnhaus in der Leitstraße in Köln. Dort fand sie Werner Zeiler, der kurz zuvor einen tödlichen Asthmaanfall erlitten hatte, leblos am Boden liegend vor. Die Angeklagte nahm daraufhin aus dem Sekretär Schmuck im Gesamtwert von ca. 7.900 Euro sowie Bargeld im Wert von 80.000 Euro, um es für sich zu behalten. Ferner nahm sie die Armbanduhr ihres Ziehvaters im Wert von 16.400 Euro an sich und flüchtete. Die Angeklagte befürchtete, in dem Testament von Werner Zeiler nicht ausreichend bedacht worden zu sein. Außerdem benötigte sie Geld, um eine Studienreise finanzieren zu können. Die Angeklagte wird somit der Unterschlagung beschuldigt, strafbar gemäß § 246.1 StGB. Frau Buchmann, es steht Ihnen ja frei, ob Sie sich zu dem Anklagevorwurf äußern wollen. Wollen Sie sich äußern? Ja, ich habe das alles gar nicht gemacht. Ich finde es einfach nur heftig, was Sie mir hier vorwerfen. Ich würde doch niemals meinen Papa bestehlen. Und schon gar nicht, wenn er tot neben mir liegen würde. Ich würde dann vielleicht gern mit Ihnen zuallererst mal die Familienverhältnisse ein bisschen besprechen. Der Tote, also Werner Zeiler, der war ja nicht Ihr leiblicher Vater. Nein, das war er nicht. Er war 5 Jahre mit meiner Mutter zusammen, bis sie gestorben ist. Er war wie ein richtiger Vater für mich. Ich habe ihn auch genauso lieb gehabt. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass er jetzt nicht mehr da ist. Ja gut, also so hart kann sie es nicht getroffen haben, ne? Der Tod ihres, ich sag mal, Ziehvaters. Sie finden ihn der Tod auf und haben nichts Besseres zu tun, als erstmal sich Schmuck und Wertgegenstände aus dem Sekretär zu holen. Ich habe das nicht gemacht. Schauen Sie mal dort, ne? So haben Sie die Leiche vorgefunden, der Sekretär, der steht dort. Ich gehe fast davon aus, Sie sind noch über die Leiche rübergestiefelt, um sich erstmal die Wertgegenstände ranzuholen, was ich für sehr, sehr skrupellos halte. Ich habe doch nichts gestohlen, ich war zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal zu Hause. Wo waren Sie denn dann? Ja, es war Dienstag und ich bin Dienstag normalerweise immer bis 17 Uhr an der Uni und danach bin ich direkt mit meinem Freund Roland zu ihm nach Hause. Und dort war ich auch den ganzen Abend. Wie kann es dann sein, dass die Lebensgefährtin ihres Ziehvaters, Vanessa Kampstedt, sie gesehen hat, wie sie um 18.30 Uhr vom Tatort weggefahren sind, Frau Buchmann? Weil Vanessa lügt. Sie dürfen ihr doch kein Wort glauben. Bitte fallen Sie auch noch nicht auf sie rein. Wer ist denn Ihrer Meinung nach auf sie reingefallen? Ja, Vanessa schafft es doch, jedem Mann den Kopf zu verdrehen. Sie ist ein richtiger männermordender Vamp. Ihren letzten Mann hat sie auch bereits unter die Erde gebracht und dann das ganze Geld davon erhalten. Und das Gleiche hat sie doch mit meinem Papa genauso gemacht. Sie hat ihm die große Liebe vorgespielt und sich von ihm komplett aushalten lassen. Und wieso sind Sie der Meinung, dass sie nur auf sein Geld aus war? Ja, sie war bestimmt nicht mit Papa zusammen, als er ein tolles Aussehen hatte. Na ja, Geschmäcker sind nun mal verschieden. Ja, Geschmäcker sind verschieden. Stellen Sie mal vor, Vanessa ist bildhübsch und 25 Jahre jung. Mein Papa war bereits 61. Er hätte genauso gut ihr Opa sein können. Glauben Sie wirklich, dass eine Frau in Ihrem Alter was von so einem viel älteren Mann haben möchte, wenn es nicht um Geld geht? Das war doch von Anfang an ein abgekartetes Spiel. Frau Buchmann, bitte erzählen Sie doch mal von Ihrem Verdacht. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Vanessa eine weitere Beziehung hatte. Und zwar mit Papas Nachbarn Frank Meindl. Die haben doch von Anfang an gemeinsame Sachen gemacht. Und wie kommen Sie da drauf? Ja, Frank wusste natürlich, dass mein Papa Vermögen hatte. Und er wusste natürlich auch, dass nach dem Tod von meiner Mutter er ziemlich einsam war. Somit hat er die Beziehung eingefädelt, indem er Vanessa ihm vorgestellt hat. Vanessa hat ihn systematisch manipuliert, um somit an das ganze Vermögen zu kommen und sich dann ein schönes Leben aus ihrem Geld zu machen. Eine schöne Geschichte, ne? Aber leider sind die Beweise so erdrückend. Beweise ist ein gutes Stichwort. Schauen Sie mal, der Täter hat dem Verstorbenen, also ihrem Ziehvater, nach seinem Tod diese Uhr vom Handgelenk genommen. Und wo haben wir die gefunden? Ihrem Kofferraum. Im Kofferraum Ihres Autos. Die wurde mir doch untergeschoben. Glauben Sie wirklich, wenn ich eine Uhr stehlen würde, würde ich sie bei mir im Kofferraum aufbewahren? Das haben Sie nicht absichtlich gemacht. Das war alles sehr hektisch. Dann ist sie Ihnen da eben hingerutscht. Und zwar in diesen Radkasten unterhalb dieser Kofferraumabdeckung. Sie haben es halt nicht gemerkt. Mich würde interessieren, wo der Rest ist, den Sie sehr wohl weggeschleppt haben. Auf dieser Uhr, da konnten doch keine Fingerabdrücke meiner Mandantin festgestellt werden. Das spricht doch dafür, dass ihr die Uhr jemand untergeschoben hat. Das spricht überhaupt nicht dafür, es konnten überhaupt keine Fingerabdrücke festgestellt werden. Dafür konnten allerdings Fingerabdrücke auf den Schubladen dieses Sekretärs festgestellt werden, aus dem ja 80.000 Euro Bargeld und Schmuck entwendet worden ist. Ja? Und die Fingerabdrücke sind von Ihnen. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ja, in diesem Sekretär hat mein Vater wichtige Familienunterlagen aufbewahrt. Und 2 Tage vor seinem Tod habe ich dann natürlich meinen Reisepass rausgeholt, weil...
Ja, eine Studienfahrt machen. Schön, aber Frau Kramstedt sieht es anders. Sie sagt, dass ihr Vater extra den Pass auf den Küchentisch gelegt hat, weil er eben nicht wollte, dass irgendjemand an seinem Sekretär rumfummelt. Ja, warum behauptet sie das? Weil sie mir doch alles in die Schuhe schieben will. Ja, Sie schütteln hier mit dem Kopf. Ich habe so ja, aber Schultern sie, gezuckt. Sie fallen doch genauso auf dieses Mischstück rein und lassen sich den Kopf zu verdrehen. Sind auch nicht viel besser wie mein Papa. Der hat auch mal alles schön geklaut, was diese Frau behauptet hat. Hatten Sie denn deswegen, also wegen seiner neuen Beziehung, Probleme mit Ihrem Ziehvater? Ja, was heißt Probleme? Klar hat das ganze Verhältnis sich erschwert durch Vanessa, weil ich war nicht so beeindruckt von seiner Freundin. Und wir sind ab und zu angeeckt, weil sie hat natürlich auch, ich hatte das Gefühl, sie hat einfach meinen Vater gegen mich gehetzt. Bevor sie da war, hatten wir nie Probleme. Hat deshalb Ihr Ziehvater Werner Zeiler Sie auch finanziell nicht mehr unterstützt? Das war doch auch alles von dieser Vanessa eingerührt. Sie hat sie doch komplett manipuliert. Ich hatte keine Unterstützung mehr bekommen, damit mehr Geld für sie übrig bleibt. Mhm. Gibt es doch Fragen im Moment? Ja, eine hätte ich noch ganz kurz. Und zwar, Ihr Vater ist ja nachweislich an einem Asthmaanfall gestorben. Normalerweise sagen Zeugen, hat er in seinem Büro immer ein Asthmaspray gehabt. Nachdem er aber gestorben ist, haben wir zumindest kein Asthmaspray dort vorgefunden. Können Sie dazu irgendwas sagen? Nein, ich war an diesem Tag ja nicht da gewesen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Papa das vielleicht irgendwo verlegt hatte. Aber was ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass diese Vanessa es wahrscheinlich weggenommen hat und somit verursacht hat, dass er gestorben ist, damit sie schnell an sein Geld kommt. Na gut, dann habe ich keine Fragen mehr. Gut, dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Thomas Zeiler bitte. Und Sie nehmen bitte bei Ihrem Herrn Verteidiger Platz. Herr Zeiler, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier Platz in der Mitte. Ich muss Sie zunächst natürlich mal belehren, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Das mache ich. Sie heißen Thomas Zeiler, 30 Jahre alt. Sie wohnen in Köln, sind ledig, Geschäftsführer der Autovermietung Zeiler GmbH. Verwandt oder verschwägert sind Sie nicht mit der Angeklagten. Nein, aber Kerstin war immer wie eine Schwester für mich. Ja, zuallererst würde ich mich auch ganz gern mit Ihnen über das Verhältnis zwischen Ihrem verstorbenen Vater und der Angeklagten unterhalten. Wie würden Sie das denn beschreiben? Ja, Kerstin und mein Vater haben sich eigentlich immer sehr gut verstanden, sind gut miteinander klargekommen. Aber Vater hat sie wie seine eigene Tochter behandelt. Mhm. War das bis zum Schluss so oder hat sich daran was verändert? Es hat sich da verändert, wo mein Vater seine Freundin Vanessa kennengelernt hat. Und da hat Kerstin mehr und mehr ihr wahres Gesicht gezeigt. Inwiefern? Ja, früher dachte ich, dass sie alles für Vater tut. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie total egoistisch ist. Hat sich denn auch durch diese Beziehung zu Vanessa Kramstedt ihr Vater verändert? Ja, mein Vater ist richtig aufgeblüht, als er Vanessa kennengelernt hat. Wissen Sie, nach dem Tod von Kerstins Mutter war mein Vater 3 Jahre lang alleine. Der hat nur gearbeitet, war nur noch in der Firma. Aber als er dann Vanessa kennengelernt hat, ist er richtig aufgeblüht und hat sich mal für Zeit für Dinge des Lebens genommen, die ihm wirklich Spaß machen. Wie hat die Angeklagte darauf reagiert? Kerstin? Die ist völlig ausgerastet. Die dachte auch jetzt, dass er sein ganzes Erbe ausgibt, sein ganzes Geld ausgibt. Ich weiß nicht, was du hier behauptest, aber das habe ich niemals gemacht. Ich wollte doch auch, dass Papa ein schönes Leben hat und wenigstens das genießen kann nach Muttis Tod. Aber ich wollte bestimmt nicht, dass er sich von dieser Vanessa ausnehmen lässt. Hat Ihr Vater denn vorher auch schon Beziehungen zu deutlich jüngeren Frauen? Nein, auf keinen Fall. Das war die erste. Ich denke mal auch, er wollte sich wieder als junger Mann fühlen. Wissen Sie, mit so einer jungen Frau an seiner Seite. Aber ich habe nicht verstanden, warum er die Beziehung so ernst genommen hat. Na gut, also Sie spielen da an auf die Testamentsänderung. Richtig, richtig. Wie sahen denn diese Testamentsänderungen genau aus? Ja, mein Vater hat mir halt erzählt, dass er seine Freundin Vanessa mit ins Testament übernommen hat. Das heißt für Kerstin natürlich radikale Änderungen. Vorher hätte Kerstin 300.000 Euro bekommen, nach der Änderung nur noch 50.000 Euro. Aber das hätte bei weitem doch ausgereicht, doch. Ja, es ist ja nun mal so, dass Ihr Vater die Angeklagte nach dem Tod ihrer Mutter ins Testament mit aufgenommen hat oder auch sich um sie dann liebevoll gekümmert hat, obwohl die Angeklagte ja nicht die Tochter ihres Vaters ist und auch überhaupt keinen gesetzlichen Anspruch aufs Erbe hätte. Ja, richtig, aber Kerstin hat ihn nur ausgenutzt und ich denke, deswegen hat er das Testament auch geändert. Nein, er hat es doch nur geändert, weil Vanessa ihn da eingeredet hat. Sie wollte das ganze Geld doch für sich alleine. Mensch, Kerstin, du bist doch nur eifersüchtig auf die. Was erbt denn die Vanessa Kramstedt jetzt eigentlich nach dem Tod ihres Vaters? 250.000 Euro, das Haus und das Auto. Könnte man sagen, dass Vanessa Kramstedt der Grund dafür war, dass ihr Vater der Angeklagten den Geldhahn zugedreht hat? Ja, ich denke, sie hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Manipuliert hat sie ihn. Sie war doch von Anfang an gegen mich. Das stimmt doch nicht. Wer willst du denn das wissen? Du hast nicht mit ihr unter einem Dach gewohnt und du hast auch nicht mitbekommen, wie sie den ganzen Tag gegenüber von mir verhalten hat. Ja, das ist richtig. Aber ich habe mit Vater in der Firma zusammengearbeitet und ich habe mit ihm darüber gesprochen. Und was hat er Ihnen denn erzählt?
Ja, dass Vanessa ihm geraten hat, Kerstin nicht zu sehr zu unterstützen, da sie sonst nie lernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Wussten Sie, dass Ihr Ziehvater das Testament geändert hatte? Nein, woher denn? Natürlich wusstest du das. Er hat mir doch an seinem letzten Tag noch erzählt, dass er mit dir darüber gesprochen hat. Sie sagen, einen Tag vor seinem Tod, was war denn der Inhalt des Gesprächs? Ja, er hat mir halt gesagt, dass er mit Vanessa darüber gesprochen hat, Kerstin aus dem Erbe weiter rauszunehmen. Aber dass immer noch so viel Geld dafür da ist, dass sie zu Ende studieren kann. Die 50.000 Euro haben ihnen einfach nicht gereicht. Die haben ihnen nicht gereicht. Sie sehen den Ziehvater da tot liegen und dann raffen sie erstmal alles an sich, was irgendeinen materiellen Wert haben könnte. Na? Weißt du, das ist für mich immer noch unfassbar. Vater liegt da tot auf dem Boden und du hast nichts Besseres zu tun, als über ihn zu steigen und die Uhr von seinem Handgelenk zu nehmen. Du hast doch überhaupt gar kein Herz. Thomas, bitte, das kannst du mir nicht ernsthaft zutrauen. Die Uhr des Verstorbenen, die haben wir auch hier. Die hat, so habe ich zumindest hier in der Akte, den Wert von 16.400 Euro. Außerdem ist Schmuck im Gesamtwert von 7.900 entwendet worden und 80.000 Euro Bargeld, ja, aus diesem Sekretär des Verstorbenen. Können Sie uns sagen, ob Ihr Vater immer so oder häufig so viel Bargeld bei sich zu Hause hatte? Nein, auf keinen Fall. Ich denke mal, er hat das Geld von der Bank abgeholt, weil er am nächsten Tag Vanessa mit einem Auto überraschen wollte. Er wollte ja ein Cabrio kaufen, hat er mir gesagt. Worüber ich allerdings gestoßen bin, er hatte das Geld ja wohl im Sekretär, aber er hatte ja auch einen Tresor. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum er das Geld dann im Sekretär und nicht im Tresor hatte? Ja, ich denke mal schon. Ich denke, Vanessa hat ihn im Büro überrascht und er hat es schnell in seinen Sekretär getan. Wissen Sie, der Sekretär, das war seine absolute Privatsphäre. Da sind wir niemals dran gegangen. Vielleicht hat Vanessa Kamstedt es ja beobachtet und wusste daher, dass sehr viel Bargeld im Sekretär ist. Ja, so muss es gewesen sein. Die muss es gewusst haben und hat ihn dann direkt danach ausgeräumt. Wussten Sie denn auch, dass Ihr Ziehvater vorhatte, seine Lebensgefährtin Vanessa an Cabrio zu schenken? Nein, woher denn auch? Weil er es Ihnen vielleicht gesagt hat, zum Beispiel? Nein, hat er nicht. Letztlich spielt es ja auch keine Rolle, weil meine Mandantin für die Tatzeit ein Alibi hat. Gut, über das Alibi wollen wir dann mit dem nächsten Zeugen sprechen. Gibt es im Moment denn noch Fragen an den Herrn Zeiler, Junior? Herr Zeiler, dürfen Sie hinten Platz nehmen? Dankeschön. Roland Kleng, bitte schön. Der Zeuge bleibt unverheiratet. Herr Kleng, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja. Sie heißen Roland Kleng, 26 Jahre alt, Sie wohnen in Köln, ledig, Betriebswirtschaftslehrer, Student, verwandt oder verschwägert sind Sie nicht? Nein, bin ich nicht, aber ich bin seit einem halben Jahr glücklich mit Kerstin zusammen. Und Sie wissen, Ihre Freundin wird vorgeworfen, sie soll am 20. November 2007, so gegen 18 Uhr abends, aus dem Haus ihres Ziehvaters, des Herrn Zeiler, Werner Zeiler, Schmuck, eine Uhr und Bargeld von 80.000 Euro an sich genommen haben. Ja, das weiß ich. Aber das kann nicht sein, weil sie zu der Zeit bei mir war. Von wann bis wann war die Angeklagte bei Ihnen? Also Kerstin hatte bis 17 Uhr, also bis 5 hatte sie Uni. Und dann so in etwa eine halbe Stunde später, also gegen 5:30 war sie dann bei mir und ist dann auch den ganzen Abend geblieben. Hm. Hoffentlich glauben Sie mir jetzt, dass ich mit den ganzen Sachen hier nichts zu tun habe. Also ich hoffe auch, dass dieser Spuk jetzt bald ein Ende hat. Also nach all dem, was ich jetzt durchmachen muss. Ich meine, diese Anklage und überhaupt, also wie die ganze Familie mit ihr umspringt, das ist wirklich unter aller Kanone. Wie haben Sie denn von Werner Zeilers Tod erfahren? Das war Thomas, ihr quasi Stiefbruder. Der ist gekommen und hat es ihr erzählt. Aber sie war doch bei Ihnen, sagten Sie an dem Abend. Ja, ich habe die Wohnung direkt unter Kerstins. Und das wusste Thomas, der Stiefbruder, auch. Ja, ich war halt erst oben bei Kerstin gewesen. Und als sie nicht aufgemacht hat, bin ich dann runter zu Roland gegangen. Und da haben Sie meine Mandantin dann auch angetroffen? Ja. Schildern Sie uns doch, was da dann weiter passiert ist. Ja, das wäre, ich denke, so gegen 6:45 hat es geklingelt und Thomas stand dann da. Und vielmehr, er stand gar nicht da, ich habe die Tür aufgemacht, ist er direkt reingestürmt an mir vorbei, ohne ein Wort zu sagen, hat Kerstin gekrallt, gegen die Wand gedrückt und direkt gesagt, sie beschuldigt, sie hätte den Vater getötet und Geld auch noch ihm geklaut, gestohlen und schließlich, also es war wirklich ein richtiges Handgemenge. Dann bin ich sofort dazwischen gegangen. Es war einfach nur noch krass. Wie hat denn Ihre Freundin auf diese Anschuldigung reagiert? Ja, sie war natürlich total fertig. Also ich hab Thomas rausgeschmissen. Also das Verhalten ging nicht. Und ja, nachdem Thomas weg war, ist sie dann auch zusammengebrochen und hat nur noch geweint, also den ganzen Abend lang. Das konnte die Kerstin schon früher gut. Wenn jemand was vom Vater haben wollte, dann fing die auf Knopfdruck an zu weinen und hat alles bekommen von ihm. Also die Tränen waren mit Sicherheit echt. Also
Sie hat wirklich nichts getan. Pass mal auf, Roland, ich sag dir mal eins. Die Kerstin, du weißt nicht, wie sie ist. Die ist ignorant, skrupellos und egoistisch. Die hat heute hier im Gerichtssaal mindestens schon einmal gelogen. Also pass lieber auf, wen du jetzt irgendwie hier beschuldigst. Ich meine, sieh mal, du hast ja schon unterstellt, sie sei die Mörderin, ja? Das stimmt aber auch gar nicht. Ich meine, es ist doch eindeutig nachgewiesen, dass euer Vater an einem Asthmaanfall gestorben ist. Ja, das ist schon richtig. Also er ist eindeutig am Asthmaanfall gestorben. Was aber nicht abschließend geklärt ist, ist, ob da nicht jemand nachgeholfen hat. Ja, was meinen Sie? Naja, normalerweise gibt es ja in dem Büro ein Asthmaspray. Das war aber nicht da, als wir den Toten dann vorgefunden haben. Ja, aber das muss ja jetzt nicht unbedingt was bedeuten. Nee, muss nicht, aber es kann was bedeuten. Es könnte auch bedeuten, dass jemand das Asthmaspray ihm bewusst entzogen hat, damit er beim Asthmaanfall sich nicht mehr retten kann. Ja, aber doch nicht Kerstin. Na, um ihn sterben zu lassen, ganz bewusst sterben zu lassen. Ist auch eine Möglichkeit zumindest, ne? Ja, aber nicht Kerstin, nein. Lassen Sie mich nicht Kerstin, wieso waren Sie denn da jetzt plötzlich so unsicher? Ich meine, Sie sagten doch gerade, sie war bei Ihnen. Ja. Gucken Sie mich doch mal ganz kurz an. Nicht bei Kerstin, sagen Sie so. Was schüchtern und so weiter. Was ist denn los? Sie lieben doch Kerstin, oder? Sie sind doch wichtig. Ja, natürlich ist sie mir wichtig. Kerstin. Ja, ne? Ja, sie ist mir wichtig und ich liebe sie. Und sie war zu der Zeit, war sie bei mir. Geben Sie und ihr überhaupt, ich meine, Alibi, weil Ihnen klar ist, dass sie hier schon auf dem Feuerstuhl jetzt sitzt als Angeklagte? Wollen Sie ihr hier helfen, nein, weil Sie sie so sehr lieben? Weil Sie sie hier nicht irgendwie vermissen wollen in Zukunft? Nein, nein, natürlich nicht. Also, das, was ich jetzt sage, stimmt. Und vor allem, Kerstin ist einfach eine tolle Persönlichkeit. Und sowas, was Sie ihr vorwürfen, das würde sie niemals tun. Du weißt doch gar nicht, wie deine Kerstin ist. Ich habe auch lange gebraucht, um herauszufinden, wie sie wirklich ist. Total geldgeil nämlich. Das ist doch totaler Quatsch. Du kommst doch auch aus gutem Hause, oder? Ja, aber was hat das jetzt damit zu tun? Ja, dann schau mal, warum die mit dir zusammen ist. Ja. Wer bezahlt denn, wenn sie zusammen ausgehen, was unternehmen? Wer zahlt da? Ja, ich natürlich. Mhm. Aber ich bin ja auch der Mann. Wie praktisch, dass sie dich ja jetzt hat. Nachdem sie von meinem Vater kein Geld mehr bekommen hat, hat sie sich jetzt einen nächsten Deppen ausgesucht, der sie aushält. Haben Sie denn gewusst, dass die Angeklagte kein Geld mehr, keinerlei finanzielle Unterstützung mehr von ihrem Ziehvater Werner Zeile erhalten hat? Nein, eigentlich nicht. Also wir sprechen eigentlich nicht über Geld. Man sagt doch, über Geld spricht man nicht, man hat es. Ja, gut. Herr Zeile hatte das Geld, aber er hat leider auch den Geldhahn zugedreht. Ihre Freundin hat kein Geld mehr von ihm bekommen. Dann ist er tot und da hat sie alles zusammengerafft, was nur ging. Wertgegenstände, Geld. So ist es. Nein, so ist es nicht. Also, sie war es nicht. Sie war bei mir. Ja, das sagen Sie und ich glaube es Ihnen nicht. Ich glaube es Ihnen dummerweise nicht, weil Vanessa Kamstedt was ganz anderes sagt. Sie will nämlich ihre Freundin um 18.30 Uhr gesehen haben, wie sie das Haus des Ziehvaters verlassen hat. Die Aussage steht gegen Ihre Aussage. Ja, und der Aussage glaube ich. Ja, das sagt Frau Kamstedt, weil sie selber schuld ist, weil sie selber die Täterin ist. Ich würde jetzt ganz gerne mit der Frau Kamstedt sprechen. Ja, gerne. Wenn keine Fragen sind, dann dürfen Sie auch hinten Platz nehmen. Dankeschön, Vanessa Kamstedt, bitteschön. Der Zeuge bleibt unvereinigt.